Nach einem Tag, ich habe es jetzt gestern das Unboxing gemacht, wollte das Hardware-Video machen. Ich weiß nicht, ob ich die erste Hälfte davon drinnen lasse. Habe ich es dann geladen, weil es leer war. Es hat von gestern Mittag bis heute Morgen gebraucht, bis der Akku fertig war. Also um 23 Uhr, 0 Uhr irgendwann in dem Dreh. Ich war am Stream. Ja, nee, noch ein bisschen später war das, glaube ich. Ja, jedenfalls hat er etliche Stunden gebraucht, bis er komplett voll war. Jetzt ist er komplett aufgeladen. Und jetzt können wir uns den auch nochmal komplett angucken. Im Hardware-Video und gleich mal testen, was er kann, was er nicht kann. So, wir haben einmal hier so einen gummierten Ring, der ist für iPhones. Da könnt ihr, weil bei iPhones ist da hinten so ein magnetisches Laden drin, das ist hierfür da gedacht. Hier merkt man auch so leicht magnetisch. So, dann haben wir hier zwei Kabel drin, einmal ein Lightning und einmal ein USB-C-Kabel. Das zeige ich euch auch. Ich hole die mal raus. Entschuldigung. Dann haben wir einmal hier ein USB-C-Kabel an einem wirklich dünnen Käbelchen. Und hier haben wir dann noch ein Lightning-Kabel. Den hole ich jetzt mal nicht so weit raus, weil sonst diese Fummelarbeit da drin zu kriegen, ist immer doof. Denn hier haben wir das Solarfeld, damit wir das praktisch auch durch die Sonne laden können. Auf der einen Seite haben wir unten, also auf Seitenseite, haben wir einmal unten einen An- und Ausknopf. Der ist für die Lampe. Zeige ich euch auch. Steht auch hier beschrieben mit einem Pfeil. Das ist hier. Die soll auch sehr hell sein. Das muss ich erstmal noch abends mal testen. Also so macht den hellen Eindruck. Aber wie sie jetzt nachts ist, kann ich jetzt nicht sagen. Hier kommen wir dann zum Radio. Können wir das Radio an- und ausschalten. Und wir haben Knöpfe für die Senderauswahl. Power on. Und dann leuchtet denn hier eine rote Lampe. Und geht auch gleich an. Müssen wir gleich ausmachen. Und ich habe die Antenne noch nicht mal ausgefahren. Also mit vollem Akku scheint es wohl halt schon besser zu klappen. Dann hier eine grüne Lampe, das an ist. Und normalerweise leuchten dann hier alle blauen, dass das halt voll ist. So, und hier auf der Seite haben wir dann nichts. Hier vorne haben wir dann nur nochmal Style-Elemente. Praktisch, das ist die Antenne. Können wir reinmachen. Das ist ein Style-Element, damit es halt so in etwa gleich aussieht wie das mit der Antenne. Und dann hier oben, ich denke mal, die Luftlöcher, die sind dann, falls der Akku mal entgasen sollte. Unten haben wir dann, wie gesagt, die Lampe und hier so ein Gummipinöpelchen drüber. Da ist ein zum Beladen hier praktisch. Ich habe mir jetzt mit USB-C beladen. Man könnte wahrscheinlich dann auch mit normalen Akku beladen. Aber das ist eher zum Anschließen von anderen. Kann man hier zum Beispiel so ein USB-C, ja, USB auf USB-C und trotzdem noch ein Handy beladen oder iPad oder was weiß ich. Ich bin gespannt, wie lange der Akku hält. Der Akku hat, das hatten wir noch gar nicht beredet. Müssen wir mal in die Anleitung gucken. 20.000 Milliampere hat der. Ich will euch nur mal die deutsche Seite noch mal zeigen. So, das ist die deutsche Seite. Wir haben eine schöne große Schrift. Wir können alles problemlos erkennen, ohne dass wir eine Lesebrille brauchen. Was ich sehr, sehr geil finde. Und auch alles noch mal erklärt. Lampe 1 Watt, 5 Watt, 3 Watt. Hier sind dann auch nochmal alle Knöpfe erklärt. Hier auch die Antenne. Und die LEDs sind auch nochmal erklärt, welche Farbe was ist.
kabellos laden, häufige Probleme und dann fängt auch schon die nächste Sprache an. Ja, also sollte eigentlich alles mit bei sein. Wie gesagt, im Kaufumfang ist dann halt nicht nur der Akku drin, weil ich weiß ja nicht, ob ich den Anfang jetzt drin lasse, deswegen zeige ich es euch nochmal, sondern ihr habt auch eine Tragetasche. Ich werde die in der Tragetasche machen, das werde ich hier noch ranbammeln. Muss ich nur gucken, wo das rangebamselt wird. Weil ich hier noch ja keine Möglichkeit gefunden habe, das ranzubamseln. Wir haben hier zwar so ein Ding, aber keine Möglichkeit, das ranzubamseln. Power on. Süße Leckerei. Power off. Ja, unten schließt das auch nicht richtig. Also hier kriege ich immer wieder. Ach, jetzt hat das richtig, oder? Die geht auch immer wieder locker hier. Also das ist. Also das ist nicht so clever gemacht hier unten. Das müssten sie vielleicht noch mal ein Stück verbessern. Weil da ist auf jeden Fall, da ist Nachholbedarf. Das geht immer wieder locker. Jetzt habe ich es langsam gemacht. Ich hoffe, jetzt bleibt es fest. Aber wie gesagt, ich finde halt nicht die Halterung, wo ich das jetzt befestigen soll. Wir können ja noch mal im schlauen Buch nachgucken, ob da irgendwo was abgebildet ist. Oben. Moment, meine Oma ruft an. Meine Oma hat angerufen wegen meinem Geburtstag, weil ich ja heute 42 geworden bin. So. Also ich habe jetzt gerade mal hier in der Anleitung nachgeguckt. Hier ist ein Bild drauf. Das ist hier irgendwie drin. Drumrum. Also eigentlich sollte irgendwas sein, was da eingerastet wird. Moment, jetzt ruft meine Mutter an. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. So, und jetzt soll hier irgendwie rangemacht werden, aber ich. Ach, da. Da ist ein Loch. Power on. Ich war doch gar nicht dran. Power off. Also da würde ich mir irgendwie. Irgendwie so eine Sperre wünschen. Dass man da irgendwie eine Sperre drin setzen kann. Ach. Die grüne Lampe geht hier auch irgendwie komischerweise nicht aus. Habe ich auch gedacht, dass die mal ausgeht. So. Und jetzt haben wir es auch dran. Power on. Zuletzt hatte es vor über 100 Jahren im Tierpark Nachwuchs dieser Art gegeben, heißt es in einer Mitteilung. Kurzschnabel, Igel gehören zu den ganz wenigen Säugetieren, bei denen die Jungen aus Eiern schlüpfen. Das Jungtier mit dem kleinen Rüssel und maulwurfartigen Pfoten hat noch keinen Namen. Antenne Brandenburg. Ach, das ist oben ist der Lautsprecher. Freundlich, sonst deutlich mehr Wolken und am Nachmittag kann es auch mal schwache Regenschauer geben, vielleicht sogar ein bisschen nassen Schnee. Die Höchstwerte dazu heute zwischen 5 und 9 Grad und der Wind weht dabei schwach aus den Richtungen Nord bis Nordwest. Die Zeit 13.32 Uhr. Power off. Okay. Also er macht das alles, was er machen soll, ohne Probleme. Ich würde mir aber wünschen, dass man hier vielleicht eine irgendwie eine Blockade drin macht oder das Doppelklick ist oder irgendwas dergleichen, weil ich hatte jetzt schon ein, zwei Mal, wo ich aus Versehen so ein bisschen rangekommen bin und das Radio angegangen ist. Mal gucken, wie es sich denn jetzt überhaupt schlägt, wie es weitergeht,
Ob der jetzt, weil ich mache ja eine Tasche, ob er da denn auch mal aus Versehen angeht. Die Lampe ist wirklich sehr hell. Hier, die geht auch nicht aus. Ich habe auch nichts weiter zum Drücken. Sehen wir das denn irgendwo? Nee. Ich hab gedacht, ich kann euch noch irgendwie zeigen. Dass hier wirklich die Balken voll sind, aber die kann ich euch nicht zeigen. Das Laden hier hinten kann ich euch auch leider nicht zeigen, da ich kein Handy habe, was über Induktionsladen funktioniert, weil ich kein iPhone habe. Und mein Xiaomi unterstützt das halt nicht. Ist halt eine schöne Größe, schön handlich. Und wenn das wirklich vernünftig funktioniert mit dem Solar, das wäre geil. Bist du unterwegs, hast dein Radio, kannst du dein Handy laden und dann lässt du einfach laufen. Oder nimmst du mit und brauchst ja nicht mal Radio machen. Machst du denn dein Spotify an auf dem Handy und musst du nicht mal den Lautsprecher vom Handy nehmen. Nimmst du halt noch einen externen Bluetooth-Lautsprecher mit oder so. Ist ja noch hier Kabel dran, den haust du dann an Strom. Handy auch gleichzeitig hier an den Strom ran. Und dann legst du das so hin. Der versorgt das mit Strom. Yippie-ka-yay. Und dann machst du halt unter die Decke, machst du das runter, damit das halt nicht keine direkte Hitze kriegt. Und das schön, dass es Sonne kriegt. Yippie-ka-yay. Also wir werden es auf jeden Fall nutzen jetzt im Sommer. Wenn wir an See fahren. Also ein bisschen Radio haben. Weil da sind ja ein bisschen einsam. Ein bisschen alleine da alles. Und ich finde das mit der Tasche finde ich wirklich gut. Weil so kann ich mir das jetzt hier so zusammen machen. Hau mir das so in meine Badetasche. Ja, Badetasche klingt doof, ist aber so. Ich habe eine Tasche im Flur bei mir stehen. Also nicht im Flur, sondern ich habe so ein Regal im Flur, also an, über der Eingangstür halt. Habe ich ein Regal über der Eingangstür gebaut. Da ist der Router drauf und da ist ein Korb drauf und in dem Korb ist halt das ganze Badezeug. Also schon komplett fertig. Also wenn wir hier den Spleen kriegen, kommen wir fahren eine Therme. Oder ja, momentan die Preise heftig sind, aber wenn wir das wollen würden, oder wenn wir sagen, ey, das Wetter ist jetzt geil, komm schnell, wir fahren an den See, ja, dann bräuchte ich nur die Tasche schleppen. Nur die Tasche von oben rum unternehmen, da sind Schwimmflügel für die Kleine drinne, ein Schwimmring ist drinne, meine Badehose ist drinne, von Josie ist ein Badeanzug drinne, von meiner Frau ist ein Badeanzug drinne, von der Kleinen ist ein Badeanzug drinne. Die haben natürlich mehrere, ich habe nur eine Badehose. Und dann sind drei Handtücher drinne, große, zwei kleine und eine dünne Decke ist drinne, das zum Hinlegen, ja. Also da sind wir komplett gewappnet. Also da ist unten so ein Reserve-Akku ist schon drin, meinen großen fetten, den ich damals mal schon im Video vorgestellt hatte. Der ist da drin, den will ich dann halt mit dem jetzt austauschen. Da gibt es denn ein Upgrade für die Badetasche. Und das, also das sage ich euch nur, wie es ist, das rettet euch den Arsch, wenn ihr das nicht jedes Mal neu packen müsst, sondern ihr habt da so eine Tasche, weil das ist bei uns schon öfters vorgekommen. Dass denn halt das Wetter halt blöde war oder man wollte baden und konnte nicht, weil das Wetter blöde war. Und dann 2 Tage später, ganz überraschend, wird es auf einmal wie die Kleine vom Kindergarten. Und ja, sie möchte baden fahren, Wetter wird auch gerade toll. Und du brauchst halt nicht mehr zusammensuchen. Du verschwendest keine Zeit, um irgendwas zusammenzusuchen, weil es ist schon alles fertig. Du brauchst eine Tasche nehmen, sagst jetzt okay. Dann macht Frauchen noch ein paar Schnitten. Ich suche ein paar Flaschen Wasser aus dem Schrank raus, also mit Sprudel, ohne Sprudel, mit Geschmack, ohne Geschmack, je nachdem. Und dann noch zusätzlich rein in die Tasche und 5 Minuten halt dauert das, also mit erstmal 10 Minuten. Und dann Tasche nehmen und fertig und ab, sind wir am See. Also das ist halt geil. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, in die Kommentare. Ich werde jetzt heute Abend, wenn es stockdunkel ist, mal die Taschenlampe draußen testen. Ich werde sie noch nicht in die Badetasche packen. Ich werde heute Abend die Taschenlampe mal testen. Und noch ein bisschen mit dem Radio rumspielen, dass ich dann euch dann auch noch später mal ein Fazitvideo geben kann.
Und bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Achso, guckt mal, ich werde euch nicht nur den verlinken, ich werde euch den Amazon-Shop von denen auch verlinken. Die haben noch mehr Akkus mit Solarzellen oder einzelne Solarzellen. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, werde ich euch alles in die Videobeschreibung verlinken. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.